Nina, wer ist für dich schuld an den 22%? Laschet, Söder, Merkel, jetzt haben wir hier einen genannt. Für mich ist daran schuld, dass die CDU nicht sexy ist. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das Jüngste, was die CDU zu bieten hat, ist Philipp Amthor. Ich finde, dass man bei Armin Laschet sehr stark merkt, er kämpft ja auf einem viel schwierigeren Feld als Olaf Scholz. Weil bei Armin Laschet schwingt ja so ein bisschen mit, höre ich auch mal in meinem Bekannten- und Freundeskreis, warum soll ich jemanden wählen, den die meisten aus der Partei nicht mal haben wollen? Wie soll ich dem denn meine Stimme geben, den die halbe Partei nicht leiden kann? Und das hat Olaf Scholz gar nicht. Und deswegen finde ich, dass Armin Laschet eine viel schwierigere Position hat. Zudem, Olaf Scholz steht ja für Vertrauen, für Kontinuität. Als Vizekanzler und Finanzminister hat er schon mal so, die Leute kennen ihn, man kennt ihn. Er hat ja auch die Merkel-Raute jetzt nachgemacht auf dem Cover des Süddeutschen Magazins. Ich finde, dafür, welchen Posten Armin Laschet gerade hat, hat er sich heute gut geschlagen. Wer geht mit Nina d'accord und wer stimmt dagegen? Ich stimme dagegen, habe ich aber schon gesagt. Ich möchte noch eins erwähnen, was Uli Jörg gesagt hat. Ich will nur einen Satz sagen. Natürlich ist er sympathisch, aber jetzt mal, sage ich mal, drehe ich es ein Stück weiter. Mitleid ist kein Grund, jemanden zu wählen. Und niemand wird aus Mitleid gewählt. Aber ich fand, das war heute Abend schon mehr als Mitleid. Ja. Ich fand, ja? dass Armin Laschet absolut auch in der Härte dieser Befragung zu einer absolut leidenschaftlichen Hochform aufgelaufen ist. Da kann man immer noch drüber diskutieren, ob man jetzt all die konkreten Inhalte rausgehört hat, die man gerne raushören würde. Da bin ich auch eher noch bei Nein. Aber ich finde, dass er durchaus gezeigt hat, mit welchem Geist man, und das ist ja die eigentliche Botschaft des Amts, sich von diesen verheerenden 22% vielleicht noch mal zurückkämpfen kann. Denn dass die beiden großen Volksparteien, die mal ungefähr, was 80, Entschuldigung, dass ich jetzt so in Ihre Richtung gucke, aber 80-90% in diesem Land repräsentiert haben. Ein verkapptes Damals. Jetzt der nicht Helmut mal mehr. Kohl hat mal alleine 48,6. Ja. So, und er also konnte Helmut nicht regieren, Kohl, weil er keinen Partner hatte. Als Matheversager kann ich trotzdem gerade noch ausrechnen, dass Helmut Kohl damit mehr hatte als diese beiden Parteien, Volksparteien, so ist es jetzt noch zusammen. Und das ist ja eigentlich ein Trend, der eine grundsätzliche Abkehr von den wichtigsten Bewegungen in unserem Land ganz eindeutig verdeutlicht. Und das ist ja etwas, was uns alle beunruhigen sollte. Und Armin Laschet hat eine Zahl genannt. Er hat gesagt, er glaubt, dass 30% noch drin sind. 30 ist noch drin. Da kann man sich jetzt ausschütten vor Lachen, wenn man die Kurve sozusagen der letzten Tage und Wochen sieht. Man kann aber auch sagen, da hat zum ersten Mal einer den Arsch in der Hose gehabt, eine Zahl rauszuhauen, aber diese 30, die er erreichen will. Diese 30 und wären doch vorher eine Blamage gewesen. Wenn vor zwei Monaten ein Unionspolitiker sagte, wir wollen 30% holen, wäre er niedergemacht worden. Das ist halt so, wenn du irgendwo im Sport antrittst und liegst zur Halbzeit 2-0 zurück und sagst dann, ich glaube, ich kann noch 3-2 gewinnen, dann ist das eine starke Ansage, auch wenn vorher alle gedacht hätten, du haust die 4-0 weg. Also, vielleicht ist das sogar das richtige Spiel. Armin Laschet scheint begriffen zu haben, dass also sozusagen die 78. Spielminute ist in diesem Wahlkampf. Also da ist nicht mehr viel Zeit und Verlängerung gibt es wahrscheinlich nicht. Und er muss jetzt sozusagen irgendwie Schwung holen. Und ich nehme aus dem heutigen Abend mit, dass er sich das vornimmt und dass er es heute in Teilen auch eingelöst hat und geliefert hat. Wohingegen Olaf Scholz offensichtlich sozusagen mit dem Wissen, dass man wenig handeln muss, extrem teflonig sein muss, weit kommen kann. Und ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass die den Zug gewechselt haben. Laschet sitzt jetzt im Express und Scholz sitzt im Schlafwagen. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die nächsten Wochen bis zum Wahltag. Also, weil da auch die Teamproblematik zutage kommt. Also Scholz muss sein Team verleugnen, um weiter erfolgreich zu sein. Und Laschet muss endlich, und das habe ich heute übrigens vermisst, er sprach dreimal von Ideen, aber er hat nicht erklärt, was habe ich denn für Ideen, was sind meine Ideen, meine Pläne für Deutschland. Und er hat auch nicht erklärt, wer sein Team ist. Den Söder-Moment hätte ich genutzt und habe gesagt, der gehört zu meinem Team. Aber das hätte vielleicht keiner geglaubt, wenn er gesagt hätte. Ja, aber dann schnapp ich mir, auch wenn ich so sehr unter Druck stehe, wie in dem Gespräch mit Paul. Aber er hat ja gesagt, dass Markus Söder eine sehr große Rolle spielen wird. Ja, ist ja wichtig, ne? Ja, sehr große Rolle spielen wird. Ja. Jetzt sprechen wir aber einmal noch von jedem von euch ein Abschlussstatement hören. Wer ging an diesem Abend ein entscheidendes Interview mit den beiden Kanzlerkandidaten, die derzeit 22% zu 22% liegen? Wer ging hier als Gewinner hervor? Wir gehen der Reihe nach. Klaus. Laschet. Für mich keiner von beiden. Beides Abwehrspieler, keiner Presser. Ja. Für mich ist ganz klar der Verlierer des Abends Olaf Scholz, weil wer eine Regierung von Rot-Rot-Grün eingehen würde, der ist für mich eine absolute Katastrophe. Und solange er das nicht ausschließt, ist und bleibt er für mich der Versager. Wir haben ja eben das Wort Charaktertest gehört. War es für beide?
Ich glaube, beide haben den Charaktertest dieser Form des Interviews klar bestanden. Wäre meine Analyse. Wenn ich mir jetzt anschaue, wer hatte am heutigen Abend die schwierigere Ausgangsposition mit diesem Umfrageschock, der heute Morgen da reingehagelt kam, und wer aber stand viel mehr unter Druck und musste viel mehr liefern und auch irgendwie überraschen, war das Armin Laschet aus meiner Sicht. Und ich glaube, das hat er getan. Also ich will noch mal eine andere Volte schlagen. Die eindeutige Verliererin dieses Abends ist Annalena Baerbock, weil sie hier gar nicht herkommen wollte. Wer hier nicht herkommen will, hat sich schon abgemeldet. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich bin ein Mann, der sich nicht mehr so gut fühlt. Ich bin ein Mann, der sich nicht mehr so gut fühlt.